Also der Verlag Gerd Hatje ist vor 65 Jahren gegründet worden von einem Schriftsetzer hier in Stuttgart, der als Halbjude von den Alliierten die Genehmigung bekam zu drucken. Und zu der Zeit bedeutet das eben, dass jemand Papier zugeteilt bekam, was er rationiert war. Und damit hat er dann angefangen, seine ersten Bücher zu machen und wurde dann eben auch von den Alliierten nach Amerika geschickt, hat da Gropius kennengelernt, Mies van der Rohe kennengelernt, das Bauhaus in Chicago kennengelernt und diese ganze Welt, die ihm verloren gegangen war, und hat gesagt, das bringe ich nach Deutschland zurück, da mache ich Bücher drüber, und ist dann zurückgekommen und hat schon 1946 erstmal ein Buch zum Expressionismus, zur Grafik des Expressionismus gemacht, hat dann Bücher gemacht wirklich zum Bauhaus. Das allererste Buch zum Bauhaus ist bei Gerd Hatje erschienen, aber eben auch zu den Architekten, die ich genannt habe, Monographien gemacht und hat sehr früh sich für die Avantgarde seiner Zeit interessiert. Das war ja dann eben Chicago, Giacometti oder Picasso oder dann später Christo, das erste Buch mit Christo hat er gemacht. Also sehr, sehr offen, sehr neugierig für alles das, was so in der Kunst passierte, aber auch in der Architektur. Und das Programm hat er sehr schnell auch internationalisiert, also hat international mit großen Verlagen wie Abrams und Thompson Hudson zusammengearbeitet, dann aber häufig in Lizenz. Heute haben wir eigene englische Programme, aber damals war das eher ein Lizenzgeschäft. Aber war da auch sehr gut verknüpft, und als er dann 75 wurde, hat er beschlossen, das war 1990, seinen Verlag zu verkaufen. Und da ergab sich eben die Gelegenheit, dass der Herr Gründer, der Gesellschafter der Fink Holding, zu denen heute der Verlag auch noch gehört, der schon in den 70er Jahren die Kantsche Druckerei gekauft hatte, da als möglicher Käufer zur Verfügung stand. Und die Dr. Kantsche Druckerei ist eben die andere Linie sozusagen, der andere Teil des Verlagsnamens. Die ist auch nach dem Krieg gegründet worden, auch hier in Stuttgart von einem Menschen, der sich sehr für Kunst interessierte, Walter Kanz. Und er hatte einen sehr engen Bezug zur Akademie und zu den Künstlern hier vor Ort, zu Baumeister, zu Grieshaber, zu vielen anderen. Beuys auch hat bei ihm gedruckt. Und er hat als Drucker, was damals wirklich eine Ausnahme war, den Künstlern die Möglichkeit gegeben, also irgendwie eine Schraube mitzubringen und unter die Druckplatte zu legen oder während des Druckens irgendwas mit der Farbe zu machen oder sonst irgendwelche Dinge. Und das haben natürlich die Künstler sehr geschätzt. Und die Druckerei hat sehr schnell einen sehr, sehr guten Ruf gekriegt hinsichtlich eben ihrer Qualität, aber auch ihrer Offenheit der Kunst gegenüber. Und diese Künstler haben irgendwann zu Walter Kanz gesagt, wäre natürlich schön, wenn das auch in Buchhandel käme. Und dadurch hat sich dann in den 80er Jahren ist dann die Edition Kanz gegründet worden, und die haben dann versucht, auch im Buchhandel aktiv zu werden. Das ist natürlich nicht so einfach, da braucht man andere Kenntnisse. Und da kam dieses Kaufen des Gerd Hatje Verlages natürlich sehr gelegen, weil dadurch kam die verlegerische Kompetenz und diese Ausweitung in die klassische Moderne und in die Architektur mit dazu. Und aus diesen beiden 1990 dann zusammengeführten Verlagssträngen hat sich dann erst Verlagsgemeinschaft Hatje Kanz gegründet. Und dann später, ich bin 1995 dazu gekommen, da war es dann erst Verlagsgemeinschaft Hatje Kanz, und seit 2005 ist es Hatje Kanz in der Form, wie es jetzt existiert. Aber die Verlagsgeschichte insgesamt ist über 65 Jahre alt. Sehr spannend. Wie ist das Programm eigentlich heute? Also wie setzt sich das zusammen? Also das Programm ist eigentlich auch immer noch diesen Strängen verpflichtet. Also es ist immer unter dem Oberbegriff Kunst. Also Kunst ist für uns das Leitmotiv, egal ob es um Architektur oder Fotografie oder eben um die Kunst selber geht. Also wir machen keine Bücher über, wie entsteht ein Walmdach, sondern wir machen eben ein Buch über einen Künstlerarchitekten, über Jürgen Meyerhaar oder über Renzo Piano oder eben eher in diesem Sinne. Und genauso ist es auch bei der Fotografie. Wir machen eben, wie man hinter mir sehen kann, eher mit Gursky ein Buch als mit einem Dokumentarfotografen. Also insofern ist es immer die Kunst, die alles bestimmt, und jetzt heute ist es wirklich von der alten Kunst, wobei Archäologie ausgenommen ist, aber von der alten Kunst, also wir haben Michelangelo, Rubens und Dürer, genauso wie eben Polke, Richter, Neo Rauch und ganz, ganz junge Künstler, und das gilt für alle Bereiche, also auch für die Architektur und auch für die Fotografie, so alt die Fotografie eben ist. Es ist eigentlich egal, woher es kommt, wann es entstanden ist, wie es entstanden ist. Hauptsache, es hat diese Qualität und hat vor allen Dingen diesen Aspekt der Kunst. Und wenn es das hat, dann machen wir es auch im Hatje Kanz Verlag. Und wir natürlich davon überzeugt sind. Sie sind jetzt auf der Art Cologne. Mhm.
wissen Sie schon, was Sie da zeigen? Was gibt es da Highlights oder neue Erscheinungen? Also auf der Art Cologne, das ist ja, finde ich, eine sehr schöne Idee, einfach mal ein breites Spektrum zu zeigen aus verschiedenen Kunstbuchverlagen. Und das ist ja auf Initiative der Art Cologne auch da jetzt passiert, sozusagen, dass also Besucher sich einfach mal orientieren können, was gibt es da. Und wir haben eine Auswahl, ich glaube, wir haben 50 Bücher hingeschickt aus unserem Programm, aktuellen Programm, dazu beigetragen. Aber da sind auch andere Verlage mit vertreten. Und das ist eigentlich eher gedacht wirklich zum Zeigen. Also es ist nicht zum Verkaufen gedacht, sondern wirklich zum Zeigen. Und wir sind daneben noch vertreten, eben wir machen die Publikation zur Documenta 13, in die 2012 stattfindet. Und die fängt eben jetzt schon an mit diesen sogenannten Notebooks. Davon gibt es jetzt, also nächste Woche hoffe ich, die ersten. Und die werden wir da präsentieren und auch zeigen oder ein bisschen einfach erklären, was so dieses ganze Publikationsprogramm zur Documenta ist von der Caroline Christoph Bakajew. Und insofern werden wir also in zwei Kategorien da teilnehmen. Wir nehmen auch auf anderen Kunstmessen teil mit Buchständen. Das ist aber dann in der Regel so, dass das sozusagen unsere Initiative ist und wir da richtige Verkaufsstände haben. Auf der Art Basel haben wir einen Verkaufsstand und auf dem Art Forum Berlin. Und jetzt haben wir es auch auf der Art Karlsruhe gemacht. Einfach weil natürlich da unser Zielpublikum ist und also wenn nicht da, wo sonst sollen die Leute sein, die sich für unsere Bücher interessieren. Und das ist auch so. Ja. Aber auf der Art Cologne ist es jetzt tatsächlich eigentlich ein Showroom, kann man sagen, was ich eine tolle Idee finde. Warum sind eigentlich Kunstbücher, Editionen wichtig? Also wo liegt eigentlich die Bedeutung des Ganzen? Es kommt natürlich sehr darauf an, aus wessen Warte man das betrachtet. Also aus Warte der Künstler, denke ich, ist es ein sehr wichtiger Schritt, auch um bestimmte Schritte in ihrer Arbeit abzuschließen. Also oft gibt es ja, dass Künstler auch Serien publizieren wollen oder dass sie sagen, so jetzt ist irgendwie ein Punkt erreicht, jetzt möchte ich das mal im Buch festgehalten haben. Und das Buch eignet sich natürlich wirklich, speziell wenn es so individuell gemacht ist, wie es bei uns eben gemacht wird. Jedes Buch ist ja einzeln gemacht, einzeln gestaltet, Seite für Seite und da ist ja nichts irgendwie in Reihe oder Serie. Und da kann man natürlich so einer Arbeit auch sehr gerecht werden, wenn man einen guten Grafiker hat, mit dem man das zusammen machen kann. Das ist ja in der Regel immer in sehr enger Zusammenarbeit mit den Künstlern. Also ich glaube, es ist immer jeweils ein Schnitt sozusagen, auch im Werk des Künstlers, wo er einfach sagt, so jetzt möchte ich das auch mal als Buch haben. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Findungsprozess. Und für den Interessenten am Künstler ist natürlich für uns immer am interessantesten, wenn man auch einen gewissen Überblick hat. Also wenn man nicht nur eben eine Serie hat. Das kann auch mal interessant sein, wenn man vorher schon mal eine Monographie hatte. Aber Für den Interessierten an der Kunst ist natürlich interessant, auch einen gewissen Überblick über die Arbeit eines Künstlers zu bekommen. Ja, und insofern glaube ich, ist es einfach dafür, dass die Kunst auch eine Position beziehen kann und fest wird, sozusagen manifest wird, ist so ein Buch schon sehr wichtig. Sonst ist das ja oft auch sehr flüchtig. Also jemand, Künstler, der nie seine Bilder in einer Publikation zusammengefasst hat, die sind dann in aller Herren Länder und irgendwie, er kann sie sich noch auf Ektachrom angucken oder sowas. Aber so ein Buch ist ja schon enorm wichtig. Also wir haben viele Künstler im Programm, die auch immer wieder kommen. Borremans zum Beispiel, da haben wir in den letzten 3 oder 4 Jahren, glaube ich, 4 oder 5 Publikationen gemacht. Immer wieder zu anderen Themen und zu anderen Bereichen, jedes Mal hervorragend verkauft. Und für ihn, glaube ich, immer wieder ein wichtiges Statement sozusagen, so ein Status quo seiner Kunst auch damit festzulegen. Wie eine Ausstellung, hat bestimmt auch eine ähnliche Funktion für einen Künstler. Und für den Interessenten natürlich auch den Künstler kennenzulernen. Ist es auch für junge Künstler vor allem interessant, um sich im Markt zu etablieren und bekannt zu machen? Also das ist sicher so. Also ich glaube schon, dass viele auch ein Buch haben wollen, um eben einfach sich auch zu etablieren. Das funktioniert aber wirklich nur, wenn es sehr überzeugende Künstler sind. Also man kann nicht jemand, der nicht so überzeugend ist, über Bücher bekannt machen oder sowas. Das funktioniert nicht. Aber es funktioniert, wenn jemand wirklich sehr gut ist, haben wir auch schon oft erlebt, dass dann das Buch tatsächlich ein Multiplikator ist, der ihn auch, also der dem Künstler auch wirklich weiterhilft. Weil nicht irgendwie im Sinne von Werbegag, sondern wirklich im Sinne, wo man auch sagen kann, man sieht einfach auch tatsächlich mal, was hat er denn alles gemacht. Und man begreift, vielleicht hat man Glück und ist ein guter Text drin, dann versteht man vielleicht auch wirklich etwas von der Arbeit und kann die darüber entdecken. Und da sind, glaube ich, solche Bücher einfach auch wichtig und auch wichtig für, deswegen, wir machen im Verlag natürlich auch ganz
ganz bewusst zeitgenössische Kunst. Das ist nichts, mit dem man sich eine goldene Nase verdient. Aber die Kunst geht ja weiter. Und ich meine, man könnte natürlich sagen, ich mache jetzt immer nur Dürer und Michelangelo und irgendwie Macke oder so. Kann man auch machen, aber wir sagen eben ganz bewusst, die Kunst muss weitergehen und es muss mindestens so und so viel Prozent auch zeitgenössisch sein, um dem auch gerecht zu werden. Und es gibt hervorragende Künstler, viele gute Künstler, die sich lohnen, da zu entdecken. Sie haben gerade schon das angesprochen, also wie die Zusammenarbeit, dass das eine sehr enge Zusammenarbeit ist zwischen Grafiker und Künstler. Können Sie da noch ein bisschen vielleicht erläutern, wie fängt das an? Also wie ist der ganze Prozess? Also wie läuft sowas ab, idealtypischerweise? Also wenn wir auf so ein Buch stoßen, also was jetzt nicht ein Museumskatalog ist oder so, über irgendwelche anderen Wege kommt, dann ist es oft so, dass man einen Künstler auf einer der Messen oder im Atelier einfach kennenlernt. Weiß ich nicht, jetzt das letzte war zum Beispiel Nadav Kander, ist ein Fotograf, ein Londoner Fotograf, der ein Projekt gemacht hat zum Yangtze, zu dem chinesischen Fluss. Den hat der Markus Hartmann, der unser Fotografieprogramm betreut, auf der Paris Photo, da haben wir auch einen Stand, das ist eine Pariser Fotomesse, kennengelernt. Der hat ihm sein Projekt vorgestellt und die haben beide gesagt, das wäre ein tolles Projekt für ein Buch. Dann haben sie sich überlegt, wie kann das aussehen, was können wir für einen Autor haben, wie soll das ein Querformat sein, wie groß muss es sein und so weiter. Dann wird das konzipiert, also von Autor über Grafiker, dann überlegt man, welcher Grafiker könnte da dem Künstler oder mit dem Künstler zusammen das entwickeln. Und dann läuft dieser Prozess sozusagen der Produktion und nebenher läuft natürlich dann auch schon die Kalkulation, der Zeitplan, die Bewerbung. Wir fangen sehr früh an, die Bücher auch zu bewerben, insbesondere für den internationalen Vertrieb. Wir vertreiben ja praktisch weltweit, ist das natürlich extrem wichtig. Wir schreiben hier Werbetexte, wir bereiten unsere Vorschauen vor, wir twittern und in Facebook. Und in dem Fall haben wir auch noch auf der Internetseite so ein Making of a Photobook, also da konnte man dann verfolgen, was macht er jeden Tag. Das haben auch sehr viele Leute, hat das interessiert, bestimmt auch sehr viele Fotografen. Dann wird die Litho gemacht, ist auch wichtig, dass man da die Qualität erreicht. Das ist immer ein sehr auch kritischer und vom Künstler sehr beachteter Punkt. Dann der Druck, enorm wichtig, die Qualität. Der Buchbinder, also diese ganzen Teile sind natürlich wichtig, parallel Lektorat und Übersetzung. Wenn der Text dann vom Autor auch da ist und irgendwie stimmt. Und wenn alles passt, wie bei dem Buch zum Beispiel, dann ist es halt rechtzeitig im September fertig und wir konnten es beim Art Forum präsentieren und kriegte dann die Goldmedaille für irgendwie das schönste Fotobuch. Also eine kleine, schöne Geschichte. Und dazu haben wir auch eine Collectors Edition gemacht, die auch sehr schnell verkauft war, also so eine eine Vorzugsausgabe, in dem Falle war es ein Foto von dem Nadav Kander, was dann zu dem Buch verkauft wird. Und so kann es mit so einem Künstlerbuch sein. Und ich glaube schon, dass der Nadav Kander, der ist sowieso, macht er seinen Weg, aber so ein Buch unterstützt es natürlich nochmal und er kann damit auch nochmal irgendwo hingehen und zeigen, was er macht. Und ich glaube, er ist auch sehr zufrieden mit dem Buch und dem ganzen Prozedere drumherum. Und jetzt kommt es international. Wir haben es bisher nur, also noch gar nicht international so wirklich gehabt. Aber die erste Auflage war dann eben schnell vergriffen. Dann haben wir es nachgedruckt. Und jetzt müssen wir halt gucken, ob wir es eventuell nochmal nachdrucken. Das muss man sehen. Aber das ist nicht immer so. Also es sind oft auch sehr kleine Auflagen. Sie haben gerade auch angesprochen, dass Sie ein Design für das Buch bekommen haben. Wie wichtig ist das Design für so ein Buch? Und gibt es da bestimmte Trends über die Jahre? Also doch, ich glaube schon, also der Grafiker muss schon passen, also es muss schon, die müssen sich irgendwie verstehen. Ein Stück der Konzeption von so einem Buch liegt natürlich auch immer am Grafiker. Also speziell bei lebenden Künstlern, bei alter Kunst ist das wieder anders, aber bei lebenden Künstlern schon. Also ich habe zumindest bei uns das Gefühl, dass eigentlich so ein Rückgang dieses Überdesignten ist. Also es gab mal eine Zeit lang, so zu Carsons Zeiten oder sowas, da war das alles echt überdesignt und auch nicht mehr sinnvoll, weil die Kunst selber ist ja schon so stark und sollte es ja auch sein. Eigentlich ist es jetzt sehr, also es geht sehr um Qualität, auch im Satz, also am liebsten hätten alle wieder Tiefdruck oder so. Also es ist schon eine recht konservative Haltung, auch gegenüber Material und allem, was eben die haptische Qualität auch von einem Buch ausmacht. Das ist das, was gesucht ist. Und das suchen die Künstler ganz stark. Wir haben auch zwei Künstlerbücher zur Documenta gemacht, zwei extra, also wirklich besonders auf diese Qualität, eigentlich im klassischsten Sinne,
ausgerichtete Publikationen. Also das ist was, was die Künstler suchen, und das suchen natürlich auch die Menschen, weil das Buch ist ja das, was eben gegen den Computer etwas sein kann, was man in die Hand nimmt, was riecht, was alle angenehmen Eigenschaften hat. Und das genau möchte man auch. Also dieses glatte, hochglänzend, das kann auch mal ein Teil sein von einem Buch, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist es schon sehr stark an der Haptik und an dem schönen Buch orientierten, der Wunsch, der dahinter steht oft. Mhm. Also eben, das heißt, gerade dieses, eben die Haptik oder wie ein Buch riecht, das Ganze ist für die Leute, die sich für sowas interessieren, sehr entscheidend. Absolut, ja. Gibt es auch die andere Seite? Also es gibt ja die E-Books mittlerweile, und gibt es auch da schon etwas, was sich abzeichnet, was da sinnvoll sein könnte als alternative Ergänzung zu dem sehr eher handwerklichen und analogen? Und gibt es da auf der digitalen Seite auch schon Experimente, die man das nutzen könnte, also sagen wir jetzt mal mit multimedialen Inhalten oder sowas? Also das kann man sicherlich, wobei auch das ist ja eigentlich nicht so furchtbar neu. Das ist ja, das ist neu, weil es ein anderes Medium ist, ein Ausgabemedium ist anders, aber wir haben schon, ich glaube, in den 90er Jahren mit dem ZKM zusammen eine Reihe Art Intakt hieß die gemacht, die war sehr erfolgreich, und das war im Prinzip ein Buch mit einer CD von verschiedenen Leuten. Dann wurde da draußen ein kleines Buch mit einer DVD zum Beispiel zu Forsyth. Also weil man natürlich Tanz und Performance und Bewegung sehr viel besser in so einem Medien darstellen kann. Also im Grunde genommen durch DVD und solche Medien gab es das, gibt es das auch schon im Zusammenhang mit Buch. Und das kann ich natürlich jetzt genauso gut auch aufs Internet übertragen. Also da ist ja eigentlich, das einzig Neue ist ja nur, dass es jetzt iPad ist und nicht mehr ein Videoabspielgerät. Aber im Grunde genommen vom Inhaltlichen kann man da ja schon drauf zurückgreifen. Das, was sicher neu ist und auch verführerisch, ist sicher die Verlinkung innerhalb des Internets. Also dass man einfach noch zusätzliche Informationen sich überall herholen kann und verlinken kann. Und da, glaube ich, gibt es auch reizvolle Möglichkeiten, die haben wir aber jetzt zum Beispiel noch nicht im Programm. Das wird sicherlich auch noch ein bisschen dauern, bis das wirklich sinnvoll auch gemacht werden kann. Weil im Grunde kann man natürlich jetzt auch ein Buch nehmen und kann sich dazu die entsprechenden Informationen im Internet suchen. Also, dass das alles so auf Knopfdruck gehen muss. Und dann findet man natürlich auch in der Regel immer nur das, was da wirklich hinterlegt ist. Und das ist ja auch so eine Eindimensionalität an Wissen, die da vermittelt wird. Also, ich weiß nicht, wir sind da im Moment eher zurückhaltend. Was wir machen, ist, dass wir alles, was wir als Textbücher haben, als E-Book auch anbieten, auch zum Beispiel diese Notebooks zur Documenta, weil da bietet es sich an. Wenn jemand das in China auch lesen will, dann hat er vielleicht die Chance, sich das irgendwie runterzuladen. Und da ist ja immer das Gedruckte hinzubringen doch etwas mühsam. Aber das machen wir auf jeden Fall. Und wir haben so ein Kunst zum Hören. Das ist eine Kombination aus Audioguide und Bild. Und das ist auch etwas, was man sich als App vorstellen kann, aus unserer Sicht. Und man kann natürlich auch mit Künstlern sprechen und sagen, mach speziell was dafür. Das kann ich mir auch vorstellen. Aber so als Ersatzbuch, also ich sehe es nicht so, aber vielleicht bin ich dazu auch zu sehr dem Buch verhaftet. Und das möchte ich auch möglichst bleiben dürfen. Die Zukunft von Hatje Kanz, also was Sie da persönlich reizt, noch zu machen, oder generell, was wir da noch erwarten können. Also ich glaube, was ganz sicher immer stärker kommt, ist tatsächlich, dass die Welt eben immer größer wird. Also es kommen jetzt Leute aus Indien, aus China, aus den arabischen Ländern, wenn sie wieder wahrscheinlich etwas besser auf die Füße gekommen sind. Aber das Interesse an Kunst, auch sich in Kunst auszudrücken und auch dafür Bücher zu machen oder darüber Bücher machen, das ist überall sehr groß. Und die möchten eigentlich alle diese Art von Büchern haben. Im Moment ist denen noch nicht so ganz klar, was das heißt, solche Bücher zu machen. Aber das ist wirklich neu, weil in Indien, wenn man sich da den Buchmarkt anschaut, dann sind das eben komplett andere Bücher. Die handeln dann vom Taj Mahal und das ist dann deren Kunstbuch sozusagen. Aber so ein Buch, was wirklich den Künstler, den Zeitgenössischen, so ernst nimmt und dem die beste Qualität bietet, wir bieten unsere Bücher dort an, aber dass die wirklich auch so produzieren für ihre Künstler, das kommt, glaube ich, erst. Und ich glaube, da ist einfach die Welt noch sehr groß
für die man solche Bücher machen kann. Und da kann man bestimmt auch noch von anderen Kulturen viel lernen, was jetzt in unsere Art, Bücher zu machen, noch überhaupt nicht eingeflossen ist. Also ich finde, das ist eigentlich so die spannendste auch Herausforderung. Wir machen jetzt gerade ein Buch für Abu Dhabi über einen Künstler, Hassan Sharif, der auch auf der Biennale in Venedig zu sehen sein wird. Und das erscheint in der englischen und in der arabischen Ausgabe. Und ich habe bei der Kalkulation einfach nicht gewusst, dass das zwei komplett getrennte Produktionen sind. Also, weil wir es noch nie gemacht haben, weil es mir keiner gesagt hat und weil ich erst hinterher gemerkt habe, dass man das ja von hinten guckt und dass da natürlich nichts mehr passt. Das ist jetzt, also da haben wir jetzt irgendwie einen kleinen Fehler gemacht, aber das passiert halt. Und da lernt man natürlich auch, dass wenn man dann diese Gestaltung zum Beispiel plötzlich von hinten lesen muss, muss man natürlich auch irgendwie ganz anders mit allem umgehen. Das ist interessant, dass das aufeinander trifft und da trifft ja nicht nur die Kunst aufeinander, zum Beispiel aus den arabischen Ländern, sondern eben auch das Kunstbuch machen. Und was da so bei rauskommt, da denke ich schon, wird man bei Hatice Kanz einiges finden. Und es wird auch für uns interessant sein zu sehen, wie das so sich weiterentwickelt.